1990, das ist die Zahl der Menschen, die an den Folgen von Drogengebrauch, Kriminalisierung und Überdosierung im letzten Jahr verstorben sind. Daher begehen wir heute am 21. Juli den Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende. Im Mittelpunkt des Tages steht das Gedenken an Freundinnen, Bekannte und Klientinnen, aber auch die politische Aktion, denn es gilt, Gesicht zu zeigen und die Stimme zu erheben, um drogenpolitische Veränderungen zu erwirken. Im Mittelpunkt des diesjährigen Tages steht der Ausbau von Drogenkonsumräumen, denn es darf nicht darauf ankommen, ob Menschen im Norden Deutschlands oder im Süden leben, ob ihnen Hilfsangebote zugänglich sind oder nicht. Darüber hinaus wollen wir die Länder dazu motivieren, Drug-Checking in ihren Bundesländern umzusetzen und so ein menschenwürdiges Leben mit Drogen zu ermöglichen. Außerdem gilt es, Menschen ohne Krankenversicherung einen Zugang zu medizinischen Angeboten zu ermöglichen, um ihre Gesundheit zu schützen, HIV zu vermeiden und Leben zu retten. Solidarisiert euch im Netz oder bei einer Veranstaltung vor Ort.